Arme. Macht das. Bin ich jetzt so blöd, krieg ich das scheiß Dach nicht gebaut? Ah, okay. Bauen. Wir sind doch motiviert hier gerade so ein bisschen. Wir bauen die Hütte fertig. Yeah. Dann kriegt der zweite wieder zurück. Wieso? Es wird doch absolut CO2-arm. Ja gut, stimmt, das meinst du, ja. Ach, die Umweltgretel da. Naja, sag mal, die Rede, die sie da jetzt gehalten hat, das hat man gemerkt, dass es durchaus ernst meint. Und die war nämlich richtig. Ja gut, sie kriegt ja halt immer ihre Plattform und ihre Lobby und alles drum und dran, dass sie oder Werbung. Das ist klar. Aber ich meine, ich glaube, man merkt, dass dem Mädel auf jeden Fall im Gegensatz zu sehr vielen anderen die Umwelt am Herzen liegt. Aber wenn ich mir zum Beispiel so ja gut, aber wenn ich mir zum Beispiel so Städte angucke wie Shanghai, Peking und hast du nicht, also die ganze Großstädte da hinten im asiatischen Raum, weißt du, da wo du dann mit einer Atemmaske oder Schutzmaske rumrennen musst, weil du vor Smog nichts mehr sehen und atmen kannst und alles rum und dran. Ich meine, ein kleines, da ist Deutschland, glaube ich, ein Scheiß gegen, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir auch nichts. Ich meine, irgendwer muss ja mal anfangen damit. Rumfeld. Ja, okay. Aber ich meine, sehr dreht. Also wenn wir so weitermachen wie bisher auf jeden Fall, dann gibt es die Erde nicht mehr so lange. Ich meine, wir werden es nicht mehr miterleben, aber könnte durchaus passieren. Und das will sich ja verhindern. Die Umweltgretel. Ja, die Bilder gibt's ja bei im Internet.
Ist so, ne? Mhm. Vor die Pornohütte. So ein Ball, aber was? Schweiz hat sehr schöne Ecken. Also ich bin ja einmal jährlich, bin ich ja unten. War ja dieses Jahr wieder im. Gleich am Anfang August war ich dort. Aber wir sind ja in der Großstadt, wir sind in Zürich. Oh, guck mal, eine Spinne. Scheiß Spinne, ich hasse euch. Könnte man theoretisch. Feld. Dreißig Stück brauchen wir noch. Achtundzwanzig jetzt mal. Naja, gut, zwei Wägelchen voll, dann haben wir das Ding oder das Dach auch stehen. Dann sind wir zumindest vor Regen und so geschützt. Auch die, die unterm Dach stehen? Okay, bisschen unlogisch. Ist der Wagen leer? Ein Fernseher schaltet sich aus oder möchte sich ausschalten. Vergiss es. So. Dann wird der richtig schmuckelig hier gleich. Ja, ich hab schon gesehen, ja. Das heißt, wir brauchen wieder einen. Ja, der hat einfach mal mit dem Pavillon vorgeknallt. Ja, aber das war nicht einfach. Einfach mal. Dann sperren wir halt das komplette Let's Play 100 Folgen mit. Wir bauen unser Heim zusammen. Oh ja. Jetzt fliegen lernen. Pavillon, nicht ein Pavian. Wieso sollten wir uns ein Pavian hinstellen?
Die sind manchmal ganz schön fies, wenn die verteidigen müssen, die Viecher. Hatte ich gedacht, jetzt gerade als das fertig kam. Um mich hinfällt. Und einen Haufen Köpfe. Die ich nur sammel. Jetzt habe ich schon zwei. Nee, noch mehr. Ja, Reh und Gans. Die habe ich hier mitten auf dem Fluss erschlagen. Habe ich noch nie hinbekommen, aber erstes Mal. Es wird wieder dunkel, ne? Achso, Entschuldigung, ich habe nur gesehen, dass irgendwas vor mir stand. Ich wusste nicht, was. Ich dachte mir hier, jetzt greife ich irgendwas an, weil ich gerade kurze Nachricht gelesen habe. Problem im Dunkeln, den richtigen Weg zu finden. Zur Hütte zurück. Wir sind einfach da stehen und die Decke gucken.
Zwillinge? Keine Ahnung. So. Kann sein. So eine Grundsatz.